Ein Mandant im Neufeststellungsverfahren Erwerbsminderung. Heute ein Fall aus dem Kuriositätenkabinett. Das Schlagwort hierfür Pflegegrad 4. Unser Mandant war langjährig verantwortlich tätig in einem großen deutschen Industrieunternehmen in der Chemieindustrie. Mitte 50 hat Folge der Erkrankung, also eine schwere Depression, schwere Darmerkrankung, eine Schlafapnoe-Erkrankung, chronischen Kopfschmerz und zu allem Überfluss noch einen starken Tinnitus. Der Rentenantrag wurde 2019 im Frühjahr abgelehnt, davor gestellt natürlich. Es gab einen Widerspruchsbescheid. Irgendwann fand der Mandant unsere Seite, wandte sich an Rechtsanwalt Knöppel um Hilfe, fragte ihn, ob es da Möglichkeiten gibt, einen Überprüfungsantrag zu stellen. Wir taten dies für den Mandanten Ende 2021. Und teilten gleich 2 Monate später der Deutschen Rentenversicherung mit, dass eine Begutachtung stattgefunden hat durch die Pflegeversicherung, ein Pflegegrad 4 festgestellt wurde. Damit begründeten wir natürlich auch den Widerspruch ausdrücklich über die Krankheitsbilder, die aufgehobene Leistungsfähigkeit und den Pflegegrad 4 schlichtweg. Aktuell läuft das Widerspruchsverfahren mit unserer Widerspruchsbegründung. Ja, warum erzähle ich Ihnen das? Ja, wir haben viele parallele, ähnliche Fälle, wo Pflegegrad 1 bis 4 begutachtet wurde, die deutsche Rentenversicherung sich nicht gefällig zeigt im Sinne der anständigen Sachaufklärung, der Leistungsfähigkeit der Mandanten und Mandantinnen. Es ist ein laufendes Verfahren. Wir informieren Sie über den Fortgang, stellvertretend für viele andere Mandanten. Ich wünsche Ihnen dennoch beste Gesundheit. Tun Sie was dafür. Herzlichst, Ihr Frank Weise von Rentenbescheid 24.